Hallo! Hallo, liebe Freunde, ich habe mir wieder was gefunden, was ein Review nötig macht, nämlich das hier. Das ist das Rauchfrei-Paket, das kostenlose von der BZGA, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das Ding kann man umsonst bestellen, online auf der Webseite, die folgendermaßen aussieht. Und ich habe dieses Ding ist jetzt schon etwas älter, das hat meine Mutter zu Weihnachten bekommen. Ich habe mir das jetzt einfach mal geschnappt, weil meine Mutter es nicht benutzt. Und wir werden uns das jetzt mal in aller Ruhe von innen angucken. Also öffnen wir die Packung. Tada! Ja, was haben wir hier insgesamt? Wir haben hier also einerseits einfach mal eine Inhaltsangabe, die kann man jetzt hier nicht so gut lesen, die steht da. Inhalt, ich lese einfach mal vor. Für den Erfolg. Broschüre, wie werde ich rauchfrei? Mit einer Anleitung, wie Sie erfolgreich mit dem Rauchen aufhören. Das ist die hier zu der kommen wir einfach später nochmal. Dann haben wir einen wunderbaren rauchfreien Kalender mit 100 Tagen, immer wieder neuen witzigen Ideen, wie zum Beispiel was haben wir da noch? Für den Mund haben wir hier noch diese Pfefferminztabletten, die folgendermaßen aufgehen. So. Und die sehen dann so leicht giftblau. Ich probiere mal eine. Schmecken wie unheimlich billige Pfefferminzdrops. Dann haben wir für die Jacke einen leider jetzt verrutschten Pin, der aussagt rauchfrei, mit dem rauchfrei Logo, den kann man sich irgendwo festmachen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz pausieren. Okay, da bin ich wieder. Ich musste leider ein Ladekabel für die Kamera suchen, die geht langsam leer. Als nächstes hätten wir den Relax Ball rauchfrei. Der sieht folgendermaßen aus. Da steht wie auf allen Produkten Rauchfrei drauf und das ist so ein Anti-Stress-Knetball. Als letztes ist hier noch enthalten für zu Hause oder den Arbeitsplatz ein Tischaufsteller, um deutlich zu machen, dass man in einer rauchfreien Umgebung sich befinden möchte. Den habe ich leider verloren und dementsprechend kommen wir jetzt zu dem hier. Wie man vielleicht gerade eben schon gesehen hat, habe ich nämlich hier schon einige Sachen angefangen auszufüllen und das ist auch das Projekt. Ich werde versuchen, mir mit Hilfe dieses Programms das Rauchen abzugewöhnen. Ich bin ein recht starker Raucher und habe, um es genau zu sagen, eigentlich auch bereits damit angefangen, allerdings noch nicht sehr erfolgreich. Heute sollte eigentlich der erste Rauchfreitag werden und ich habe abgekackt. Was kommt dazu? Das werde ich gleich zusammenfassen, nachdem ich die Kamera noch ein bisschen weiter geladen habe und dafür mache ich dann auch ein zweites Video auf.